So, weiter geht's hier im Programm und mittlerweile schon der 30. Part. Wir sind ja auch schon äußerst gut vorangekommen. Jetzt müssen wir hier durch die Sümpfe laufen, wie es aussieht. Ja, wir müssen anscheinend Kyra finden. Und wir sagen, dass wir ja den Fluch gebrochen haben, ne? Wölfe und Hunde. So, Hundepalk nehmen wir immer mit. Lecker. Fresschen, Fresschen. Boah, wir müssen uns regenerieren, unbedingt. Ich werde mal meditieren jetzt für ein Stündchen. So. Alles klar. Jetzt sind wir auch wieder gestärkt. Bin mal echt gespannt, was uns erwartet. Schon wieder Wölfe. Wir laufen hier mal schnell durch. Oh, nebenbei noch was aufgesammelt. Auch nicht schlecht. Oh, hier ist wieder schön. Nein. So gefällt mir das. Bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Oh nee, sag nicht, ich muss wieder rüber. Ja gut. Komm. Dann schwimmen wir da halt mal schnell rüber. Ist ja kein Problem. Vielleicht erwartet uns auch etwas Schönes, ich weiß es nicht. Da drüben sind schon wieder Viecher oder Soldaten. Nee, aber das sieht eher mehr nach Gegner aus. Und Banditen. Ich glaube man nicht, dass sich hier Soldaten aufhalten, hier in dem gefährlichen Gebiet. Und wir sind wieder bei Kyra, bei ihrem Hütchen. Dann wollen wir doch mal. Wo ist sie denn die? Wo ist denn die liebe Frau hin? Hä? Wo ist sie? Ach, hier. So. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Was willst du? Was machst du im Wählen? Ja, die Frage stellen wir uns überhaupt mal. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein. Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Spielst du gern die Dorfhexe? Haha, ja, genau, das Wie fragen wir fühlt sie es immer. sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Oh, und jetzt warum wählen? Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht.
Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an. Ja, das stimmt allerdings. Aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Im hier unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Zurück zum Thema. Zu einem anderen Thema. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben. Aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabel, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabels Seele auch. Aber sie war leider eine Pester. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt, herrlich, zur Arbeit zu sagen. Alexander hat merkwürdige Forschung betrieben. Mich. Welche? Annabel sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Katriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Was hast du mit der Lampe vor? Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Leb wohl. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Häppchen ist recht wichtig. Ja, meinetwegen. Gut, ich kümmere mich darum. Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Ja, sehr gerne. Ja gut, Quest abgeschlossen. Sehr schön. Die Quest verfolgen wir mal. Wie komme ich zu der Ehre? Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weidler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesem Wesen schützen. Ahnenfest, worum geht es dabei überhaupt? Warum ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese Armen. Unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Was gibst du mir dafür? Was geht dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe verhehlt. Gut, ich werde dir helfen, aber erst später. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Nee. Nee, Quatsch. Ich habe erstmal eine andere Quest vor.
Und zwar die Nebenquest, ein Gefallen unter Freunde. Das will ich nämlich zu Ende bringen. Und das mache ich auch. So, ich muss die Zutaten finden. Dann gucke ich jetzt erstmal auf der Karte. So, hier markieren. So. Plötzchen, komm an Land. Naja, mein Freund. Sehr schön. Beweg dich. Und Attacke. Wir haben es eilig. So, ja. Ihr seht ja, nicht nur beim Let's Playen habe ich viel Arbeit, sondern dann auch noch bei den Quests. Ha, das macht nichts, dafür mache ich das ja. Langsamer. Oh, gut, und hier soll ich mich umsehen. Steig hier mal kurz ab. Scheint auch gleich wieder einen Kampf zu geben. Wusste ich's doch. Komm her. Und weg, Kopf ab. Yeah. Auch noch ein Wasservibe. Nee, danke. Das sind mir zu viele auf einmal. Und ich habe noch gar nicht gespeichert. So, sehr schön. Das wären mir doch jetzt wirklich echt zu viele gewesen. Aber ich muss mich hier, trotz dessen muss ich mich hier umsehen. Schwefel erhalten, sehr schön. Ist das nicht hier das kleine Kästchen? Nö. Erstmal hier. Sehr schön. Magische Zutaten wieder erhalten. Das ist sehr gut. Komm schon. Bomm, mit leichten und schweren Hieben. Könnt ihr den Hexer auch nicht besiegen? Gleich ein kleiner Reim von mir mittendrin. Hehehehe. So, finde die Zutaten von vermissten Transport mit Hilfe deiner Hexersinne. Ah, kleine Sucharbeit. Wölfe, nee, Ghule und so weiter, heftig. Ja, hier haben wir eine kleine Spur. Der Spur folgen wir jetzt mal. Oh, ey. Einen Moment mal. Ich musste eben kurz was abstöpseln. Das ist ja kein Problem. So, die Hexersinne setze ich ein. Jetzt muss ich nur noch hier diese Spuren finden, wo die überhaupt hinführen. So. Ich hoffe, das haben wir jetzt auch gleich schnell geregelt. Wichtig wäre es auf Ja, jeden Fall. ein Händler allein Hier haben wir mitten sie. unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. Ein trockener Roter von Zurbaran, Südhang, Brombeer und Zitrusnoten. Ach, was für eine Schande. Noch sonst was? Ja, hier oben.
Menschlich. So, untersuchen. Kann nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Was bist du denn? Hat sich versteckt und auf Hilfe gewartet. Niemals eintrat. So. Willkommen in Wählen. Das war gut gemacht. So, und hier ist die Leiche. So. Brief des vermissten Kaufmanns. Haben wir noch Zeit? Ja, den lesen wir jetzt mal. Gucken, wo wir den haben. Geleitbrief, gewöhnlicher Gegenstand. Irgendwo müssen wir den Brief haben. So, Tagebuch. Brief des vermissten Kaufmanns, jawohl. Wir haben es geschafft, alter Freund. Wir haben nicht nur alle Vorräte verkauft, sondern auch noch zum dreifachen Selbstkostenpreis. Unser Kunde will alles. Wein aus Buglea, von Beaujolais Niveau bis zum ältesten Jahrgang. Weiß, Rot, Rosé, alles. Cateau Bleu Pass Fleisch, Einmachfleisch, Pfeffer, Zimt, Nelken, ich sag dir Freund, er will alles. Die Sache hat nur einen Haken, wir müssen die Güter nach Wählen bringen, in ein Dorf namens Mittelheim. Ich weiß, riskant, schließlich ist Krieg und so, aber denk an das Geld. Ich habe schon einen Pass für eine Pontarüberquerung besorgt und von da aus ist es ein Katzensprung. Alles wird gut werden. Klaus, PS, wir machen halbe-halbe. Interessant zu wissen. Auf jeden Fall. So. Finde die Zutaten von... Ja, hab ich doch schon. Wo war das jetzt? Ich habe doch die Zutaten schon gefunden. Ach da. Paket für Kaira. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Das kommt sie mir nicht vor. Dann müssen wir es ihr jetzt wieder vorbeibringen. Katoblepas. Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Dann beeilen wir uns mal. Neue Markierung, bewachter Schatz. Stufe 9, sollten wir hinkriegen. Schlechter von Blaviken, eine Trophäe erhalten, auch noch eine silberne, nicht schlecht. So, her mit dem Schatz. Und wo soll der sein? Ah, hier. Sehr gut. Grünes Muttergen haben wir auch schon erhalten. Jawoll. Gucken, was da so drin war in dem versteckten Schatz. Oh, ein Schwert. Ah, bringt mir gar nichts. Minus 7. Plus 2. Plus 2, ein paar Steine. Was hat der jetzige Handschuh? Rüstung 5. Ja, dann nehmen wir die mal. Die hat minus 2. Ah, gut zu wissen. So. Sehr schön. Hier liegt ein totes Pferd anscheinend. Und noch so ein Viech. Schaffen wir auch noch. Sehr schön.
Was tot ist, ist tot und kommt uns nicht mehr in die Quere. Grünes Muttergehen, sehr schön. Rufen wir mal unser Pferdchen. Komm her, Plötzi. Wo ist er? Hä? Ach, da vorne. Junge, da stehe ich aber nicht. So, dann Attacke. Wir haben es eilig. Müssen Kaira die Zutaten überbringen. Und wartet schon sehnsüchtig drauf. Was auch immer sie damit vorhat. Ich habe keine Ahnung. So. Ja, das ging wirklich schnell. Das hat mich jetzt selber überrascht. So. Dann steht sie wieder hier rum. Wie immer. So. Gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ich habe die Substanzen, die du wolltest. Sehr schön. Dann steht meinen Studien der Baumwurzelmuster ja nichts mehr im Wege. Doch zuerst... Machst du dir einen Glühwein? Ich habe die Wagenladung gesehen. Vorzügliches Fleisch, teure Weine, serikanische Gewürze. Kein bisschen Magie. Willst du mir nicht sagen, was du im Schilde führst? Ich würde es dir lieber zeigen. Aber du musst dich etwas gedulden. Gut, ich warte. Na gut, ich will es wissen. Ich warte. Dann los. Raus. Willst du dir was Bequemeres anziehen? Später. Nur nichts überstürzen. Also los. Raus mit dir. Ich gehe doch schon raus. Bleib doch mal cool. Meinst du, du hast was, was ich noch nie gesehen habe? Ich bin fast fertig. Wenn ich weiße Mäuse sehen will, betrinke ich mich einfach. Ich sagte fast. Jetzt stör mich nicht. Nicht schlecht. Was ist mit der dritten Maus passiert? Ja, das frage ich mich auch. Der Zauber glückt in zwei Dritteln der Fälle. Ich nehme immer eine mehr, als ich brauche. Nur zur Sicherheit. Also wo? Kaira, würdest du mir erklären, was hier los ist? Kennst du das Märchen von Cinderella? Und auch die wahre Geschichte. Ein Zeugel tauchte im Palastteich auf und fraß Prinzessin Cinderella mit Haut und Haar. Ein Schuh blieb übrig. Woraufhin? Ich bitte dich, kein Wort mehr von Zeugeln. Also, zurück zu dem Märchen. Ich würde diesen Fest und gerne für eine magische Nacht entfliehen. Eine gute Fee brauche ich nicht. Ich wirke die Zauber selbst. Aber einen Prinzen könnte ich gebrauchen. Zufällig bist du der einzige anständige Kandidat in ganz Velen. Was sagst du zu einem Ausritt im Mondschein mit Abendessen? Sehr gerne. Und verlockend. So verlockend, dass ich wohl nicht ablehnen kann. Ehe wir gehen, da ist noch etwas. Musst du einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Nein. Ich verwandle unsere ranzigen Fetzen in etwas Passenderes. Guck nicht so. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Illusion. Die tut nicht weh. Und wenn es dämmert, ist alles wieder beim Alten. Gut. Warum nicht? Warum nicht? Wenn schon, denn schon. Dann gut festhalten. Vella Glan! Und was meinst du? Dekolleté? Eieiei. Genau richtig. Ich hätte auch deine Haarfarbe ändern können, wo ich schon dabei war. Ich mag dunkelhaarige Männer. Aber gut, in der Not, dann nichts wie los. Das Essen wartet. Der Letzte macht den Abwasch. Geil, ich bin mal gespannt. Na gut, den Abwasch will ich nicht machen. Auf keinen Fall. Gute Abkürzung genommen.
Nein! Hey, Cinderella! Nicht, dass du runterfällst! Los, lauf! Wir verlieren. So schnell du kannst! Fang mich doch! Alles klar! Komm schon, das müssen wir jetzt schaffen hier. Verloren. Beweg dich. Ja, ich hab. Ah, gut, muss ich halt einen Abwasch machen. Ich dachte, du wärst ein besserer Reiter. Fürs Protokoll, ich bin auf einer Maus geritten. Für jemanden, der sonst auf einer Plötze reitet, dürfte das ja nichts Besonderes sein. Verstehst du jetzt, wozu ich diese Substanzen brauchte? Ein bisschen. Das war den Aufwand wert, sagen wir mal. Gegrillter Kapaun mit Schalotten. Es war den Aufwand wert. Vom Weißen oder vom... Trockenen Roten. Aber lass ihn erst etwas atmen. Für einen Weinkenner hätte ich dich nicht gehalten. Dachtest du, Hexer saugen Ertrunkenen das Mark aus und spülen es mit Pfützenwasser runter? Mehr oder weniger. Nun, genug geschwätzt auf nüchternen Magen. Kann ich speichern? Wir rein. Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Bist du sicher, dass ich mich nicht beteiligen soll? Bitte, das schaffe ich schon. Du weißt schon, ein Dutzend Eier hier, etwas Geflügel da. Außerdem stabilisieren sich meine Finanzen bald. Kann ich speichern? Nee. Wir feiern also was. Feiern wir etwas? Ja, eine Rückkehr zu den Lebenden. Aber das wollte ich gar nicht besprechen. Danke noch einmal, Geralt, für deine Hilfe mit dem Turm. Du warst toll. Das war nicht der erste Fluch, den ich gebrochen habe. Aber einer der schwierigeren, stimmt's? Was da auf der Insel passiert ist, mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das Labor. Ja, mir bis jetzt auch noch. Käfige, die Leichen, die Papiere. Die Werkstatt ist nicht verbrannt, falls du das meinst. Das hielt ich nicht für nötig. Wenn Alexanders Resultate in die falschen Hände fallen. Wobei, die Reuseninsel hat einen abscheulichen Ruf. Da wagt sich niemand hin. Vielleicht gibt es keinen Grund zur Sorge. Tut mir leid. So ein ernstes Thema hätte ich nicht ansprechen sollen, während unseres romantischen Abendessens. Romantisch? Ich dachte, wir wären als Freunde hier. Freunde, mit gewissen Vorzügen. Also? Aha. Ich würde gerne speichern, aber ich kann's nicht. Da musst du mich nicht zweimal bitten. Wir machen natürlich dann dasselbe nochmal. Mach die Augen zu. Zähl bis 10. 1, 2, 3, 4. Also gut, das reicht. Hat die Augen aber noch auf. Willst du Verstecken spielen? Finde Kyra mit Hilfe deiner Hexersinne. Hier. Ein Rock? Das wird wohl eine Hasenjagd, kein Versteck. Ah, könnte interessant werden. Ah, ja, Hasenjagd eindeutig. Gut, dann muss ich mich nicht mit dem Öffnen plagen. schade. Ihre Schuhe hätte sie anbehalten können. Es wird ja immer besser hier. Wo ist Cinderella denn jetzt hin? Tatsache. Irgendwo wird sie sein.
Du hast mich gefunden. Heiße Frau. Gratulation. Schicke Willkommen Unterwäsche, muss ich schon sagen. Ich habe nichts dabei. Aber ich denke mir was aus. Eigentlich hat der Geralt schon eine, aber... Deswegen machen wir das nochmal. Weißt du, wie nett? Die Sternbildung der Rekandin heißt? Hat der es gut? Bestimmt irgendwas mit Drachen. Nein, es hat einen anderen Namen. Etwas unanständig. Komm näher, dann flüstere ich ihn dir ins Ohr. Wigwane Nave. Ah, super, toll. Wer weiß, was das war? Kera? Wo? Sie hat mich mit einem Zauber einschlafen lassen. Sie hat was vor. Die Reuseninsel, der Turm. Sehr interessant. Stufe 7, yeah, ein verfügbarer Punkt. Sehr schön. Dann gucken wir doch gleich mal. Ah, hier hat sich nichts geöffnet. Schade. Ich dachte, ich kann jetzt so ein blaues Mutagen einsetzen. Wir erhöhen mal das Igni-Zeichen. Jetzt ist das noch stärker. Ist doch Igni, ne? Ja. Sehr gut. Erhalten 80 Erfahrungspunkte. Quest abgeschlossen. Ein Gefallen unter Freunde. Charaktereintrag aktualisiert. Kaira Metz. Neue Quest zur Förderung der Bildung. Mhm. Ja, die machen wir dann später. Erstmal wollte ich jetzt hier nochmal gucken. Nein, Quest nicht. Charakter, genau. Nee, hat sich immer noch nichts Neues geöffnet. Schade. Gut, dann werde ich jetzt hier an der Stelle speichern. Aber ich werde das hier machen. Weil wir wollen das ja noch andersrum machen. Eigentlich hat der liebe Geralt ja eine Freundin. An der Stelle war es das jetzt soweit mit diesem Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen über einen Kommentar oder gar ein Abo. Ist selbst kostenlos. Bis dann.